kriege ich dich nicht von hier. Doch, von dich kriege ich von hier. Nur hängst du dann da fest. Das ist dann auch weniger schön, wenn du einfach so da festhängst. Seit ich habe ich ja fast schon Mitleid mit dir. So, weiter oben, da mache ich vielleicht mehr Schaden. So. Und so. Und so. Einfach schön wegpusten. Mit Pfeil und Bogen. Ja, es ist praktisch an der Stelle Pfeil und Bogen zu haben. So, weg mit dir. Dich kann ich, glaube ich, von hier aus nicht... Nein. Kann ich dich von weiter unten aus pullen? Ja, kann ich. So. Ja, wenn du springst, ist das gut. Aber nicht, wenn du gleich hier hochgerannt kommst. Au. Genau das da meinte ich nämlich. Wow. Jetzt springt er mir aufs Dach. Nein, er müsste abrutschen. Sehr schön. So, jetzt kann ich ihn von hier aus in Ruhe beballern. So. Und so. Und so. Und weg ist er. So, die Seite ist clear. Fehlen nur noch diese vier. Und das hat sich gereimt. So, ich will erstmal da drüben durch die Ranken durch und die Gegenstände da hinten abgreifen. Was zwar ziemlich viel Aua an meiner Rüstung macht oder ein bisschen an mir. So. Hier haben wir nämlich einen göttlichen Segen. Und noch einen göttlichen Segen. So. Und wieder zurück. Bitte bevor ich verbrenne. So, dankeschön. Gut. Jetzt fehlen noch die vier. Dafür muss ich einfach nur hier rüber. Für die vier gibt es nämlich auch einen guten Spot, wo man sie erwischen kann. Am besten nämlich da drin. So, bist du eine aggressive Statue? Nein, bist du nicht. Du auch nicht, aber du. So. Und du müsstest auch eine aggressive sein, ha? Nein, bist du nicht. Gut. Heilung. So, Bogen. Hier reintapsen. Seele bedeutender Held. Okay, es gibt doch zwei bedeutende Heldenseelen. Jedenfalls habe ich jetzt gerade die zweite gefunden. So. Und die Jungs wieder pullen, so gut es geht. So, kriege ich dich. Geaggrot, ja. Du verletzt sogar die anderen. So, kommt ruhig her. Kommt her. Jawohl, kommt her. Ja, das ist gefährlich, was ich hier mache.
Ich weiß. Ring wechseln, dann geht das, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Falkenring, genau. Okay, der ist schon tot. Fehlt nur noch der da. Ja, komm ruhig her. Ja, genau, töte deinen Kumpel. Und jetzt töte ich dich. Na, komm runter. So. So. Und so, weg. Wieder auf den Lavaring wechseln. Damit ist der Lava-Bereich abgeschlossen. Sehr schön. Das ist also übrigens der eigentliche Weg nach Aiselith, der Stadt. Also ja, das ist der Weg, den man mit dem Geheimgang gehen kann. Da lebt noch einer. Das kann ich ja jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass da noch einer lebt. Wow. So. Genau, komm her. Genau, lauf einfach gegen die Wand. Ich tacker dich weg. So. So. Da waren es doch 5, nicht 4. Okay. Jetzt sind aber alle weg. Auf der Seite und auf der anderen Seite auch eigentlich. Ich guck nochmal vorsichtshalber. Jupp. Hm? Ja. Okay, wir haben keinen von ihnen am Leben gelassen. Haben gerade eine gesamte Spezies ausgerottet. Die aber sehr garstig ist, diese Spezies. So, hier runter. Kurz ans Leuchtfeuer rasten. Sicher ist sicher. So, dann gehen wir den konventionellen Weg erstmal weiter. Für den müssen wir einfach nur darüber. In das eingestürzte Ding hier. So, und hier den Baum hoch. Und dann haben wir es geschafft, raus aus dem Lava-Gebiet ins eigentliche Lost Aiselith. So. Gut. Ab hier kein Lava-Ring mehr nötig. Ich kann auf den Chlorantie-Ring zurückwechseln. Mich kurz heilen. Und dann heißt es wieder brennende Kerle töten. Die hier auf mich lauern. So. Modus ist sogar noch besser. So. Hier kommen sie nämlich in Scharen und von überall. Ja, genau. Und hier sind irgendwelche verschlossenen Türen. So. Da oben liegt noch irgendwo Loot rum, den ich nachher holen möchte. Auch wenn der nicht so einfach zu kriegen ist. Aber erstmal müssen die ganzen Feuerwerfer hier weg, die uns im Weg sind. Ja. Nicht mich ansenken. Ansengen. Wie auch immer. So, weg mit dir. Hier hinten ist nämlich das erste Versteck. Seele, ehrenwerter Ritter. Sehr schön.
Gut. Und da ist eine neue Gegnerart, die sehr nervig sein kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die Viecher. Auf jeden Fall spucken sie Säure, die Ausrüstung zerlegt, wie sie es gerade gemacht haben. Und sie... Ja. Gut, das war der Weg. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen repositionieren, wo ich überhaupt bin. Das heißt, das kann doch ein bisschen verwirrend sein. Das da unten ist das andere Gebiet, da wollen wir nachher hin. Jetzt wollen wir erstmal hier oben die größte Gefahr versuchen auszuschalten. Nämlich Pseudo-Quilan. So, zwei Schläge, weg ist sie. Denn da kommt auch gleich Kirk. Nochmal. So. So. Weg mit dir, Kirk. Und dort wäre schon das, die Nebelwand. Kirks Menschlichkeit erhalten. Nö, nö. Wir machen hier erst einmal vor der Nebelwand alles fertig. So, dich. Du bewachst nämlich hier, glaube ich, noch einen Zauber oder eine Pyromantie eben. Und ja, Zauber und Pyromantien werde ich dann durchgehen, wenn ich das Spiel größtenteils durch habe und alle Zauber und Pyromantien besitze. Also muss ich das immer wieder machen und gucken, welche Zauber und Pyromantien ich noch nicht vorgelesen habe. So, wie gesagt, da geht's zum Boss. Hier geht's aber noch weiter. Zum einen können wir hier runter in noch ein nettes Gebiet. Hier müssten noch solche Flammenwerfer rumwuseln. Genau. Also vorsichtig sein. Denn jetzt sind wir, Seele eines Helden, sind wir direkt oberhalb des Tunnels, durch den wir hier jetzt reingekommen sind. Und hier ist genau ein ziemlich schwierig zu erreichender Gegenstand, den ich allerdings auch noch gerne hätte. So. Dafür müssen wir einfach wieder hier hoch, da nochmal rum. Und dann vorsichtig sein beim Runterrutschen. So. Hier nochmal runter. Es gab hier einen Trick, wie man runterrutschen muss, genau, nämlich seitwärts, nicht geradeaus. Dann kommt man besser an ihn ran, und zwar ein seltener Ring der Opferung, den kennen wir ja auch schon. So. Einmal wieder hoch, bitte, und dann gucken wir uns den Innenhof an, wo noch mehr von diesen Flammenviechern rumwuseln. Und dann geht es erstmal mit den ganzen Seelen, die ich habe, zurück zum Leuchtfeuer. Wobei ich da nicht das konventionelle Leuchtfeuer, wo ich jetzt als letztes gerastet habe, nehmen werde. Sondern ich werde mich von dem Leuchtfeuer aus zurückteleportieren zur Tochter des Chaos. Hey Jungs. Hey Jungs. Hey Jungs. Und ja, das hier ist die Abkürzung. Da hinten sieht man schon die Hörner des Titanit-Dämons. Der kann allerdings bleiben, wo der Pfeffer wächst.